Die Bundesregierung plant mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz eine freie Geschlechterwahl. Warum das für Trittbrettfahrer, für Exhibitionisten oder für Vollbartträger, die künftig in der Damendusche sich aufhalten dürfen, Tür und Tor öffnet, das verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentiere hier unten mal fleißig, was du von dem Selbstbestimmungsgesetz hältst. Die Bundesregierung plant ein Selbstbestimmungsgesetz, wonach jeder einmal im Jahr frei sein Geschlecht wählen darf. Bislang gibt es keinerlei Zugangsvoraussetzungen dafür. Das heißt, man muss in keinster Art und Weise glaubhaft machen, warum man nun plötzlich sein Geschlecht ändern will. Wenn sich jemand tatsächlich in einem falschen Körper gefangen fühlt, dann mag solch ein Gesetz sinnvoll sein, dann mag auch vielleicht ein Geschlechterwechsel sinnvoll sein, aber das ist ja in der Regel ein langer Weg, der therapeutisch begleitet wird und wo man letztendlich auch überprüft in einem gewissen Stadium, ob jemand das auch nachhaltig will. Nunmehr ist es einfach per einfacher Willenserklärung laut Plan der Bundesregierung möglich, sein Geschlecht zu wechseln. Was das alles für juristische Konsequenzen haben kann, hat man dabei offensichtlich nicht durchdacht. Denn zum Beispiel ist es so, dass im Strafrecht nur Männer bestraft werden, wenn sie Exhibitionisten sind. Das könnte dazu führen, dass der Straftäter einfach sich entscheidet, nun eine Frau zu sein und damit wäre er nicht mehr strafbar. Man könnte auch, um das überzeichnete Bild zu wählen, den Vollbart tragenden, kräftigen Mann wählen, der entscheidet, dass er nun eine Frau ist und dann darf dieser auf die Damentoilette gehen oder im Schwimmbad natürlich auch sich in der Damendusche aufhalten. Es gibt auch Studien aus anderen Ländern, die Ähnliches schon praktiziert haben, wo es tatsächlich zu Missbrauchsfällen kam, zu Vergewaltigungsfällen kam, wo es in der Justizvollzug auch zu zahlreichen Schwangerschaften kam. Das heißt, viele Männer haben sich dort entschieden, nun eine Frau sein zu wollen, weil sie dann im vermeintlich leichteren Vollzug in der Damenjustizvollzuganstalt unterkamen. Das heißt, aus strategischen Gründen würde es eine Menge Trittbrettfahrer geben, Straftäter geben und weitere Leute geben, die vielleicht einfach nur aus Rebellion einfach mal das Geschlecht wechseln wollen und so auch in Schutzbereiche da vor allen Dingen der Frauen eindringen können, wo man vielleicht jetzt noch nicht dran gedacht hat. Das Gleiche ist auch im Personenstandsgesetz, wurde, glaube ich, kaum darüber nachgedacht, denn wenn der Vollbartträger, um bei dem Bild zu bleiben, nun eine Frau ist und vielleicht in ein arabisches Land einreisen will, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das mitunter auch Schwierigkeiten geben könnte. Also offensichtlich mal wieder das Gegenteil von gut ist häufig eben nicht gut gemeint. Da muss der Justizminister noch ordentlich Hausaufgaben machen. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.